So, ein herzliches Willkommen hier im Podcast von Sven Heidenreich. Wir haben die Folge 774. 774, es ist Freitag, der 15. September 2023. Ein Tag nach dem Warntag. Ja, gestern war ja Warntag und bei einigen gingen die Sirenen los, bei anderen nicht. Und ja, Blacky meckert jetzt ein bisschen, weil er Hunger hat, aber der kriegt nachher erst, kriegt heute, wenn ich nach Hause komme. So, jetzt kriegt Sven erstmal Kaffee. Das bin ich übrigens. Ja, mir geht es soweit ganz gut. Ich habe sehr gut geschlafen. Ja doch, ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Ein oder zweimal wach geworden, aber wie gesagt. Aber trotzdem, ich habe doch ganz gut, ein bisschen zu wenig geschlafen. Bin noch ein bisschen müde, aber bin geduscht, bin gewaschen, angezogen. Ja, mehr muss man ja eigentlich nicht sagen, oder? Ja, und der Tag kann beginnen. Brötchen sind auch schon in, ja, da wo sie hingehören. Und ich mache jetzt meinen Kaffee. Ganz normal, wie in jeder Folge. Ja, Blacky. Nachher kriegst du was zu fressen, ne? Jetzt noch nicht. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. So, dann, ja, heute ist auch wieder Elas Sendung, glaube ich. Heute ist Freitag, ja, genau, auf Blitz Radio Club sendet sie von 18 bis 20 Uhr. Also wer da mal Lust hat reinzuhören, einfach im Internet Blitz Radio Club eingeben. Da gibt es so eine Seite und da gibt es auch einen Player. Leider sind die nicht bei radio.de oder so drin, deswegen muss man das so machen. Also wer um 18 Uhr Lust hat, kann mal reinhören. Es gibt ein bisschen Musik, es gibt ein bisschen, ja, einfach wer den Abend so ein bisschen ausklingen lassen möchte am Wochenende, der kann ja mal reinhören, wenn er möchte. Ja, das ist jetzt hier nicht, ja, am Montag erscheint iOS 17 für alle. Da bin ich gespannt, ob ich jetzt schon die finale Version habe oder ob noch mal eine Version bereitgestellt wird. Das heißt, ich schalte dann am Montag den Beta-Test aus, also die Beta aus. Und dann schauen wir mal, ob die Version schon final ist. Wenn ja, dann ist gut. Wenn nicht, dann ist auch gut. Was denn da schon wieder? Ah, dieser Kater. Hauptsache irgendwo. Egal. So. Blacky ist langweilig. So, dann wollen wir mal auskippen. Ich glaube, ich muss die Müllsäcke wieder verschwinden lassen. Ja, mal nach Hause. Ah, genau.
erstmal die Tasse rüber. Ich glaube, ich gebe denen gleich erstmal was zu fressen, damit Ruhe ist hier. Und ich lasse einfach die Tüte verschwinden. Das ist, glaube ich, die beste Lösung. Kann ich mal umspielen. Doch mal weg da. So. Setze mich in Ruhe hin und trinke meinen Kaffee. Ah, hat nochmal zu fressen gefunden. Trockenfutter, was ist da? Genau, fress das Trockenfutter weg, was da irgendwo liegt. So. Na dann, auf den Freitag heute. Und darauf, dass ein schönes Wochenende kommt. Es soll auch warm werden. Also nicht ganz so warm wie vorher, aber ja, soll auf jeden Fall schön sein. Die Fenster sind auf, man hört noch keinen Vogel. Es ist noch dunkel draußen. Gehe ich mir noch von aus. Lecker. Ja, auf jeden Fall. Genau, die Luft kommt drin, das ist schön. Ja, ich bin wirklich momentan sehr, sehr glücklich mit dem Ganzen, wie es jetzt so, ja, dass ich jetzt die Beta-Tests mitmachen kann, dass ich jetzt so eine gute Aufnahme-App habe. Also, ja, dass ich alles ein bisschen auf das iPhone konzentriert, finde ich ganz okay. Finde ich super. Denk mal, ich werde den Karl Katzen doch gleich mal was zu fressen geben. Dann gibt er die Ruhe, der geht überall her. Er macht hier nur Blödsinn. Ach, Kater, du bist unglaublich. Gibt es jetzt Trockenfutter und dann ist gut. Trockenfutter ist ja schnell gegeben. Und wenn meine Katzen Hunger haben, dann sollen sie es auch kriegen, ne? Bevor er mir wieder irgendeinen Blödsinn macht hier. Mülleimer auseinander nimmt. Mietze, da bist du ja. Hallo Mietze. Hallo Mietze. Na, meine Süße? Ja, hast du auch Hunger? Hast du ja auch Hunger, meine Süße? Ja? Hast du Hunger? Ja. Kriegst du ja auch gleich was, ne? Und da kommt Paul. Ihr seid ja. Na, Dicke, wo ist deine Schüssel? Ja.
was für Schüsseln jetzt haben. Bis. Achso, vielleicht habe ich schon alle drei dazu stehen gehabt. Kann ja sein. Ich gehe nochmal gucken, weil ich habe nur zwei Schlüssel mitgenommen. Da müssten ja alle drei da hinten stehen. Nehmen wir. Hast du Hunger, wa? Ja, die Trockenbrot heute. So, ich werde mal ein bisschen nach links machen, einfach mal. Muss ich ja auch an. So. Herrchen hat. Hihi. Ich weiß, es ist nicht so schön wie das Futter, aber wenn meine Mia Hunger hat, frisst sie auch das. Das weiß ich. Blackie frisst ein bisschen alles besser. Gleich frisst Mia schon. So. Siehst du? Bei Mia. Fein. So. Komm, Digga. Ja, ist deins. Eine ganze Schüssel voll. Eine ganze Schüssel voll, Digga. Jetzt noch Mietzlungen haben wir alle. Ja, ist ja noch gut Zeit. Jetzt gibt es auch noch was. Jetzt kriegt Mia noch, Mietze noch ihr Trockenfutter und dann habe ich alles. Müsste ich alles soweit haben. Mietze, komm! Auf die zu fressen. So, haben wir das nämlich erledigt. Brauchen wir nachher noch die Wäsche aufhängen. Und dann habe ich mein Sold getan. Dann kann ich ins Wochenende Wäsche aufhängen. Also Wäsche ist noch nicht gewaschen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, die Wäsche ist gewaschen und liegt die ganze Zeit. Wenn ich nach Hause komme, hänge ich sie auf. So ein Quatsch. Das ist natürlich auch eine Option, aber
Nein, muss jetzt noch gewaschen werden. Und wenn sie gewaschen ist, wie gesagt, waschen. Kann ich ja noch nicht alleine, und weil die Waschmaschine noch nicht beschriftet ist. Aber ja, ich hoffe, dass wir es bald machen, dass ich dann alleine hier loslegen kann. Denn ich brauche Aufgaben für mich. Und ja, umso mehr ich alleine machen kann, umso schöner. Also auch Sachen, die ich wirklich alleine machen kann. Also nicht, dass ich jetzt irgendwas mache und versuche zu machen, was nicht geht, sondern, aber ich sag mal, Wäsche waschen ist ja nun nicht so schwer, wenn die Waschmaschine, sagen wir mal, beschriftet ist und man alles machen kann und so, dann geht das ja auch. Sprachausgabe deaktiviert. Ja. Sprachausgabe aktiviert. Nur nicht. Ich mach mal auf, ich sperre das Ding mal. So, wie gesagt, die Datei werde ich ein bisschen später hochladen, wahrscheinlich auf Arbeit. Da habe ich ja Zeit für. Denn ich habe ja nichts zu tun. Jetzt habe ich mich gerade gewundert, wieso die Tasse nicht ganz voll ist. Ich habe ja vorhin schon was getrunken. Ja, so geht's los, ne? Ja. Hatte ja schon Kaffee getrunken, aber dann wollte ich die Katzen füttern. So war das. Genau. Ja, so ist es, wenn man morgens aufsteht. Noch ein bisschen durcheinander. Aber das ist morgens normal bei mir. Ich bin heute auch aufgestanden, habe mich geduscht, ganz normal, hatte dann das Fenster aufgemacht im Bad, bin raus. Hatte aber vergessen, ob ich das Fenster aufgemacht habe. Bin wieder rein ins Bad. Da hatte ich gesehen, ach so, Fenster war ja auf. Also ihr seht, ja, morgens ist noch nicht meine Zeit. Man vergisst schon so Kleinigkeiten, so wie, habe ich das Fenster geöffnet oder nicht? Oder mit dem Kaffee, habe ich denn den Kaffee schon aus, habe ich denn schon was getrunken? Also, oh, ich sage, es ist... Liegt aber nicht daran, dass ich jetzt irgendwie vergesslich werde, sondern ja, man ist morgens irgendwie noch so zerstreut und ist klar, weil ist ja noch müde und noch nicht richtig wach und kennt ihr sicherlich alle morgens, ne? Das ist dieser Klassiker, den Klassiker kennt ihr ja auch, ne? Ihr guckt dreimal, ob eure Tür abgeschlossen ist, ne? Das gibt es ja auch und das haben ja auch viele. Und das hat eigentlich nichts mit krank oder Alter zu tun, sondern das sind einfach so Kleinigkeiten, die man, ich glaube, man will sich damit eigentlich auch selbst so ein bisschen absichern. Ne? So dieses, habe ich das auch wirklich richtig gemacht? Also dieses, ich glaube, das hat manchmal gar nichts mit Vergesslichkeit zu tun, sondern es ist auch manchmal dieses so ein bisschen gründlich sein, so dieses sich selber nochmal bestätigen, habe ich das dann auch wirklich gemacht? Natürlich vergisst man das auch manchmal auch, aber ja, das hängt so irgendwie ein bisschen zusammen. Viele Leute machen sich dann immer Sorgen, oh, ich werde vergesslich. Aber nein, also ich glaube, da macht man ganz schlimmere, viel schlimmere Sachen. Wenn man jetzt wirklich irgend so eine Vergesslichkeit hat oder so. Also das sind harmlose Dinge, die ja nicht, wo ja nichts passiert. Ich meine, ob ich nun das Fenster im Bad aufgemacht habe oder nicht, davon hängt ja nicht irgendwas ab. Ne? Also das ist nichts. Schlimm wird es bei Sachen, die jetzt wirklich wichtig sind. Ne? Also gut, Tür abgeschlossen, könnte man jetzt sagen, ist wichtig. Aber gut, wenn man mal die Tür nicht abschließt, ist es auch jetzt nicht weltbewegend. Ne? Schwieriger wird es, wenn man halt irgendwelche Sachen macht, die man normalerweise nicht machen würde. Ne? Also wisst ja, bei Demenz oder bei Alzheimer, da geht es ja dann los, dass du dann irgendwelche Sachen machst, die ja, die keinen Sinn ergeben. Und da wird es dann natürlich gefährlich. Und wenn man das selber dann auch noch abstreitet, ne? Also wenn man den Kaffee in den Kühlschrank kochen will oder irgend so ein Müll, also, ne? Also so, jetzt mal so krass gesagt, ne? Oder wenn man dann plötzlich rausgeht und nichts anhat und so eine Sache, ne? Also das ich könnte jetzt auch
das ist ja hier Audio. Ne? Ich könnte euch natürlich auch erzählen, ich hätte nichts an. Ne? Das würdet ihr glauben wahrscheinlich. Ja, gut, ihr würdet spätestens an meinem Rascheln oder so hören, dass ich was anhabe. Aber ich könnte natürlich auch euch verkaufen. Ich stehe gerade draußen nackt und warte auf den Bus. Das würde man wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ihr das überhaupt nicht glauben, aber es ist zumindest möglich, wenn man Audio macht, es einigermaßen so rüberzubringen. Ne? Das, und vor allem, man kann es ja nicht nachprüfen, letztendlich. Das ist ja das Lustige an Audio. Ne? Aber, also ich könnte als April-Scherz bringen, ich stehe draußen nackt am Bus, wenn jetzt alle mitspielen würden. Also nehmen wir mal an, ich würde allen vorher Bescheid sagen, pass auf, ihr tut jetzt alle mal so, als wenn ich nackt draußen stehen würde. So, ja. Wenn dann alle mitspielen würden, könnte man das audiomäßig garantiert so rüberbringen. Ja, ja gut, man dürfte sich natürlich dann nicht viel bewegen, weil sonst würde man ja die Kleidung hören. Ne? Also das müsste man natürlich dann, aber das ist ja das Schöne an Audio. Ne? Man kann Illusionen vermitteln, also nackt war jetzt natürlich ein übertriebenes Beispiel. Aber natürlich muss man sowas immer aufklären, finde ich. Ne? Also die Leute da in so eine Geschichte reinsetzen und sagen, okay, es gibt ja auch so Leute, die machen so Podcasts oder so, ja, ich befinde mich hier im Schwimmbad und bin jetzt gerade baden und dabei sind sie eigentlich zu Hause und haben nur die Schwimmbadatmosphäre dazu gemischt. Das ist ja ganz lustig und ist ja auch schön. Aber ich finde immer, also mir ist immer wichtig, wenn ich sowas mache, also redet ja von mir, dann soll immer so eine kleine Aufklärung auch dabei sein. Also die Leute sollen natürlich auch hören oder erfahren, ist das jetzt wirklich live oder nicht. Ja, also ich will euch ja da auch kein Fake hinstellen. Ja, also wenn ich jetzt irgendwas aufnehme und ihr hört was im Hintergrund, dann sollt ihr auch wissen, ist das jetzt live oder ist das jetzt von irgendwelcher Konserve eingespielt. So, wir haben es genau 6 Uhr, ich kann auch die Aufnahme noch ein bisschen laufen lassen eigentlich, weil ich lade es ja später hoch. Ja, das ist doch das Schöne, dass ich es hochladen kann, ich kann auf Arbeit Sachen hochladen, ist das geil, oder? Ist doch irgendwie cool, oder? So, mache ich jetzt auch langsam die Fenster lasse ich noch ein bisschen auf. Ja, bleibe ich noch ein bisschen in der Küche sitzen oder nicht? Ach, eigentlich kann ich noch in der Küche sitzen bleiben. Du wirst nicht zu lange machen. Naja, wir haben ja noch eine ganze halbe Stunde Zeit. Insofern kann ich noch ein bisschen quatschen. Ich kann ja schon mal den Flugmodus deaktivieren meine ich natürlich. 0601. Moment. Kontrollzentrum. Flugmodus. Umschalttaste. Ein. Mobile. Aus. Bild. Helligkeit. Auswahl. Fokus. Fokus. So. Das habe ich jetzt auch deaktiviert. Bildschirmaufnahme. Taste. Aktionen verfügbar. 0602. Mitteilungen einblenden. Taschenlampe. Mit 0602. Genau. Ja, jetzt ist also alles wieder da. Audioaufnahme. Svenny, 100% Batterieladung. Lädt nicht. Freitag, 15. September. Also ich weiß nicht, warum sie dieses lädt nicht immer da. Also das ist natürlich völlig
also völlig bescheuert. Weil, ich meine, wenn er das jetzt, na gut, auf der anderen Seite ist es gut, dass er das sagt, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas lädt und, na egal, wird schon seine Richtigkeit haben. Hätte natürlich auch gereicht, wenn er einfach nur sagt 100%. Aber auf der anderen Seite, klar, wenn man jetzt irgendwas reinsteckt und er sagt, dann lädt nicht, dann weiß man, aha, es lädt nicht und dann kann man immer noch sehen. Ja, hat schon seinen Sinn. Ja. Hab jetzt also wieder auf den Flugmodus ausgeschaltet. Bei der Apple Watch müsste er jetzt auch aus sein. Gehen wir ins Kontrollzentrum. Ja. Ja. Genau. Ja, Wasserschutz brauchen wir also. Ja, Eloquenz ist überall. Eloquenz ist everywhere. Also ich hätte mir nie träumen lassen, ich muss das einfach nochmal erwähnen, ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich die Eloquenz mal auf der Watch habe. Also jetzt fehlt nur noch die Betonung. Also wenn das Apple noch machen würde, dass man die Betonung so einstellen kann wie beim Handy. Ich meine, letztendlich stört mich das nicht. Also finde es ja okay, Hauptsache ich habe die Eloquenz. Ne? Aber ich finde diese Betonung... 0604. Ich mag das irgendwie. Also das erinnert mich an Zeiten von Blindus und wo ich meinen Rechner immer so eingestellt habe. Blindus, ja, das waren noch Zeiten. Von Frank Audiodata. Ich habe diesen Frank Audiodata leider nie kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob es den, na, den muss es ja gegeben haben, den Herrn. Aber der hieß doch bestimmt nicht Audiodata. Also, wer heißt schon Audiodata mit Namen? Na gut, ich werde die Aufnahme jetzt aber beenden. Dann 0605. Hört man sich und bis zur nächsten Folge. Achso. Genau. Rekordwerk Pro. Einstellungen. Genau. Taste. Vielleicht mache ich am Freitag, also heute ist ja Freitag, vielleicht mache ich heute nochmal eine Folge. Mal gucken, wenn ich nach Hause komme oder so. Vielleicht beim Wäscheaufhängen, das wäre mal was, ne? Jo, in diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.